Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir ist ein Ex-Priester und wir wollen ein bisschen darüber reden, was es für Verflechtungen gibt mit der Kirche, wie man reinkommt und wieder raus. Bei mir ist Kurt Meyer aus der Schweiz und ja, vielleicht stellst du dich mal ein bisschen vor und erzählst, wie ist dein Werdegang, dass du erstmal in die Kirche reingegangen bist. War es die Suche nach Gott oder wie hat das sich bei dir entwickelt? Ja, ich möchte mich mal zuerst bedanken, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr gerne hier. Ich komme aus der Schweiz und ich hoffe, man versteht mich gut, auch wenn ich nicht so gut Hochdeutsch spreche. Doch, das tust du gut. Okay, danke. Ja, in der Tat, ich habe mich entschieden, mit 19 Priester zu werden, ins Kloster zu gehen. Das war eine harte Entscheidung für mich, weil ich war ein Lebemensch. Also ich hatte Kampfsport betrieben und Kung-Fu, Karate jeden Tag und Musik und Freunde und Feiern und Fest. Aber dann habe ich gespürt, dass irgendwas fehlt. Ich habe gespürt, dass es nicht alles ist. Es gibt doch noch was mehr als nur eben so zu leben und habe dann gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Also die ganz klassische Frage, was tue ich hier auf Erden? Was ist der Sinn meines Daseins? Habe aber da nicht große Antworten gekriegt. Ich habe mit meinem Pfarrer gesprochen und der hat mich nicht verstanden. So, und ich war auf mich allein gestellt und habe da gesucht ein bisschen. Und dann habe ich gefunden, ja, für mich gefühlt, Gott kann mir die Antwort geben, wirklich die Suche nach Gott. Mhm. Ich war katholisch erzogen worden, das auf jeden Fall, aber eine Beziehung zu Gott hatte ich nie. Also klar, man geht in die Kirche, man betet ein bisschen so, aber was Lebendiges war nie da. Da habe ich mich entschieden, ja, ich möchte dem nachgehen. Ich möchte wirklich diese Liebe, die ich von Gott erfahre und die ich spüre, weitergeben den Menschen. Ja. Und dazu mal war die Entscheidung relativ einfach. Man wird Priester, man geht ins Kloster. Weil heute hätte ich viele andere Möglichkeiten gehabt. Du machst einen Kurs in Lebenshilfe oder was auch immer. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ganz viele spirituelle Richtungen, die es gibt. Ganz viel in den letzten 10 Jahren. Gab es da noch nicht so. Das heißt, es war die einzige Möglichkeit oder das Einzige, was du gedacht hast. Genau. Und also gleich ins Kloster ist ja auch, ist das, dass man, wenn man den Weg geht, muss man dann ins Kloster oder gibt es auch andere Wege oder ist das der härteste Weg sozusagen? Es gibt auch andere Wege, man kann direkt Priester werden, ins Priesterseminar gehen, aber ich wollte den harten Weg nehmen, also ich wollte Mönch werden ins Kloster. Also wirklich mit Armut, mit Gehorsam, mit Schweigen, mit Keuschheit, Gelübden, wirklich Gelübde abgelegt und ja, ich bin ein bisschen diese Natur, entweder alles oder nichts. Mhm. Und ich habe mich da wirklich in das Abenteuer gestürzt, im Kloster wirklich mit Brot und Wasser gefastet, barfuß, totale radikale Armut. Also ich wollte wirklich die vollkommene Selbstverleugnung, Selbstloslösung, Abtötung leben. Das war. Und hat es dir wirklich auch die Verbindung, hat es sich Gott näher gebracht? Also es kann ja vielleicht sein, dass das wirklich in der Abgeschiedenheit dann wirklich auch die Verbindung kommt, oder? Ja, also je nachdem, also die Armut oder eben das Äußere, das ich getan habe, hat die Verbindung mit Gott nicht bestärkt. Ja. Wir hatten sehr viel Gebet natürlich, also 7 bis 8 Stunden Gebet pro Tag, Meditation, sondern auch stille Meditation und da habe ich Gott schon gespürt. Also da habe ich wirklich, da ist eine Welt aufgegangen für mich, die ganze Mystik, die christliche Mystik, das war wirklich sehr, sehr schön für mich. Aber ich habe dann begriffen, auch wenn ich mich abtöte, wenn ich mit Brot und Wasser faste, das bringt mir Gott nicht näher eigentlich. Weil dann tue ich irgendwas, aber Gott zu spüren ist eigentlich gratis. Ich muss nichts tun, um das zu spüren. Und will Gott, dass wir ganz arm leben? Er hat uns ja eigentlich die Fülle auf diesem Planeten angegeben. Nicht nur Brot und Wasser, sondern vielfältige Möglichkeiten. Ich meine, auch Jesus selber hat im Evangelium bei der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt. Also Jesus selber war ein Lebemensch. Überall, wo er hinkam, gab es Feiern, gab es Fest, gab es Fröhlichsein, gab es Glücklichsein. Vielleicht ist er wegen dem gekreuzigt worden, weil er zu glücklich war.
Das weiß man nicht, ist natürlich lange her und man weiß auch nie, was jetzt überliefert ist. Ist das wirklich so gewesen? Es rannte ja niemand mit einem Diktiergerät daneben her. Das heißt, auch die Evangelisten, die haben, glaube ich, 30 Jahre später oder so erst überhaupt angefangen. Und nun versuchst du dich mal zurückzuerinnern, was dein Vater vor 30 Jahren gesagt hat und dann das aufzuschreiben. Da wirst du wahrscheinlich dich auch schwer tun, den genauen Wortlaut wiederzugeben und wie viel da im Laufe der Jahre manipuliert ist. Aber dann ist ja irgendwann auch der Zeitpunkt gekommen, wo du gemerkt hast, irgendwie ist das, ja, was hat dich da stutzig gemacht oder war es ein Prozess oder gab es einen Augenblick, wo du gemerkt hast, also hier findet irgendwas statt, das bringt mich Gott nicht näher, sondern macht vielleicht was anderes? Ja. Also ich habe dann, als ich Mönch war, Priester, also Theologie studiert in Italien. Ich wurde dann Priester geweiht im Kloster, also ich war dann Ordenspriester für ein Jahr und dann habe ich schon mal gespürt, eine Wendung in mir, ich möchte aus dem Kloster weg, raus. Ich möchte nicht mehr 8 Stunden hinter der Mauer sitzen und in der Einsamkeit leben, sondern ich möchte rausgehen unter die Leute. Und da habe ich dann entschieden, das Kloster zu verlassen und ich wurde dann Priester in einer Pfarrei in Italien immer. Und dort war ich für 8 Jahre als Pfarrer tätig. War eine sehr schöne Zeit, intensive Zeit. Ich habe es auch genossen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich war jung, ich bin immer noch jung, also auch die ganze Energie ist reingeflossen zu den jungen Menschen und zu denen hatte ich einen sehr guten Zugang. Also ich konnte sie wirklich dort abholen, wo sie waren. Und die Kirche war immer voll. Auch Leute, die noch nie in die Kirche gegangen waren, bei mir waren immer alle voll, Kinder, Familien, Jugendliche und so. Also das war eine sehr schöne Zeit. Aber ich war zerrissen innerlich. Ich musste dann, mit der Zeit habe ich gespürt, das, was ich predige, stimmt für mich nicht mehr. Also äußerlich muss ich ein Bild zeigen, heile Welt, alles gut, aber innerlich war ich zerrissen. Ich konnte das nicht mehr teilen. Wenn ich äußerlich in der Messe sagen musste, ich bin nicht würdig, durch meine Schuld und so weiter. Und innerlich dachte ich, mein Gott, ich bin würdig. Ja. Ich bin Gottes würdig. Ja. Ich muss mich nicht dreimal an die Schuld, an die Brust klopfen, um das Gott zu zeigen. Ich bin ein Niemand. Ja. Und das war sehr hart. Äußerlich musste ich zeigen, alles schön. Innerlich war ich zerrissen. Es ist ja nicht alles schön. Es ist ja eben auch diese Erbschuld. Also man ist schuldig, auch wenn man in diesem Leben jetzt sagen kann, ich habe eigentlich nichts Böses getan und soll trotzdem mich dauernd schuldig fühlen und dazu bekennen, zu was. Ne? Genau mit dieser Erbschuld beginnt die ganze Manipulationsgeschichte der Kirche. Ich meine, da wird dir gesagt, wird dir eingetrichtert, etwas stimmt nicht mit dir, etwas ist falsch mit dir, etwas stimmt nicht. Also die wird der Glauben an dir selbst genommen und dann kommt die Kirche natürlich und sagt, ja, ich habe aber die Lösung. Ja. Also ich verspreche dir Heil und nur ich verspreche dir Heil und das ist die Manipulation. Und da beginnt's. Ja, und wie ging es dann weiter? Ist es dann als Priester natürlich, kannst du nicht einfach sagen, ich kündige? Oder geht das so einfach? Oder was ist dann passiert? Ja, also es war auch ein Prozess für mich. Ich hatte ein paar Jahre mit mir gerungen, wirklich dieses Priesteramt zu verlassen dann, weil die Kirche bietet ja auch einen Schutz an, eine Familie, man ist beschützt, man hat ein Pfarrhaus, man hat seine Leute und so. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich wirklich mit mir selber im Reinen war, ja, weil die Angst war immer da, ich tue was Falsches, ich enttäusche jemanden, Angst, jemanden zu verletzen, aber schlussendlich musste ich für mich schauen. Ich war da stark gefangen drin, es immer den anderen recht zu machen. Und es ist ein bisschen ein Muster der Kirche, man tut es den anderen recht. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst wird oft vergessen. Eben ganz viel wird getan für die anderen. Und dann habe ich oft mit dem Bischof gesprochen, so ein bisschen, aber es war schwierig, das auszudrücken, was ich in mir fühlte. Mhm. Dieses Gottesverständnis, das so gewachsen ist in mir, Gott ist einfach viel größer geworden für mich. Ja. Ich spürte den Gott der Kirche, der institutionalisierte Gott, klein. Ja. Aber der lebendige Gott, der ist groß und öffnet das Herz. Das ist alles. Das ist alles. Das bin ich, das bist du, das ist das Glas Wasser hier, das ist der Wind, der mir durch die Haare streicht, die Sonne, die mein Gesicht erwärmt. Also
Ja. Aber das in der katholischen Kirche zu sagen, ist schwierig. Ja. Man wird da direkt sagen, ah, das stimmt nicht, das darfst du nicht sagen und das nicht, ah, das musst du aufpassen. Ja, und das wurde mir einfach zu eng. Ich konnte es nicht mehr. Ja. Ja, und im Grunde, du bist ja ein Teil von Gott, also wieso sollst du nicht für dich sprechen können und dich ausdrücken können? Ja, genau. Dafür bist du ja vielleicht auch hier inkarniert, hier reingekommen in dieses Leben, um dein Selbst auszudrücken. Und in der Kirche wird das also nicht gefördert, sondern in ein Schema gepresst. Ja. Das war also ein Prozess, hat gedauert, du hast mit dir gerungen. Dann irgendwann hast du gesagt, wie geht das dann, du schreibst einen Brief an den Bischof, ich möchte... Genau, also ich habe mal gefragt, eine Auszeit, ich habe ein Sabbatsjahr beantragt, das kann man so, ein Jahr geht das, ich habe einen Monat bekommen, so. Bis dann musst du im Klaren sein und dann kommst du wieder zurück, bitte. Aber ich wusste, nee, ich gehe nicht mehr zurück. Also ich hatte ganz klar diese Stimme in mir, befreie dich. Nimm all das, was du dir verweigert hast in diesen Jahren, wieder zurück. Also all das, was ich verloren hatte in diesen Jahren, darf ich wieder zurücknehmen und in mir wieder integrieren, wieder leben. Ich habe dann dem Bischof einen Brief geschrieben, ja, ich möchte eben dieses Jahr oder diesen Monat eben frei bekommen. Ich habe diesen Monat gekriegt, nach 2 Wochen war klar. Und habe ihm geschrieben, ich möchte gehen, ich trete aus. Und da hat er nicht Ja gesagt, er kann mich nicht zwingen. Ich ging in die Schweiz zurück. Aber ich war immer noch Priester. Das heißt, von Rom, vom Vatikan, habe ich noch keine Antwort bekommen. Ich musste auch dem Vatikan schreiben, dem Papst. Eure Heiligkeit, ich so und so bitte und so unterwürfig, demütig, im Gebet verbunden. Also so klassischer Brief. Ich möchte nicht mehr Priester sein. Bis ich dieses Schreiben vom Vatikan beantwortet bekam, vergingen 5 Jahre. Oh. Ja, ja. Also ich war 5 Jahre in der Schweiz, habe gelebt, habe mein Leben aufgebaut, aber ich war eigentlich immer noch gebunden, ich war immer noch Priester. Ja. Ich durfte keine Freundin haben, ich durfte nichts machen, so. Ich musste keusch leben, so. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Ja. Na gut, ja. Das verjährt, okay. Das verjährt, diese Sünde. Nein, aber ich wurde hart zurechtgewiesen, natürlich. Der Bischof wollte, dass ich ihm immer wieder schreibe, was ich so tue, was ich mache. Und da habe ich auch gesagt, eben, ich habe eine Partnerin gefunden. So. Da hat er so vorgeschrieben, das darfst du nicht, du bist immer noch Priester, du lebst in Sünde, wenn du mit dieser Frau zusammenlebst, du kommst in die Hölle und so weiter. Also ganz, ganz schlimm. Ja. Also, eigentlich wird da ja mit Angst gearbeitet. Ja. Eben du kommst in die Hölle, Fegefeuer und so weiter. Also ganz schreckliche Sachen, die ja auch, sage ich mal, wenn es irgendwie eine höhere Gerechtigkeit gibt, dann wäre es ja völlig... in keinem Verhältnis, dass man auf ewig in der Hölle schmort, weil man vielleicht, was weiß ich, den Apfel gegessen hat oder was auch immer. Ja. Ja. Völlig überzogene Strafen sozusagen. Ja. Und schreckliche, also da wird natürlich viel Angst mitgemacht. Funktioniert bei dir jetzt nicht mehr, aber der Prozess der Befreiung ist auch nicht so einfach. Du hast ja gesagt, du hast Gelübde gemacht, ein Schweigegelübde. Sagst du dann einfach, ja, ich rede jetzt wieder? Oder wirkt das noch auf irgendeiner Ebene, diese Gelübde? Ja, das wirkt auf eine ganz starke Ebene. Ich kann mich zwar von Gelübden befreien, auch Armut, Keuschheit, Gehorsam, die 3 klassischen Gelübde eines Mönchs und eines Priesters eigentlich. Wenn ich natürlich aus der Kirche ausgetreten bin, wenn ich eben von Rom diesen Brief bekommen habe, du bist nicht mehr Priester, dann erlischen diese Gelübde rein auf dem Papier. Auf dem Papier. Aber innerlich sind sie natürlich noch da. Die ganze energetische Verbindung ist noch da und hindert dich am Leben. Und wir wollen ja jetzt nicht nur über dich reden, sondern auch, dass eigentlich jeder, der kirchlich irgendwie verbunden ist und mehr oder weniger haben das die meisten bei uns, auch wenn sie vielleicht gesagt haben, ich bin mal ausgetreten und so weiter, das ist doch, dass da noch Verbindungen sind, auch wenn sie uns nicht bewusst sind. Genau. Und dass man die doch bewusst lösen muss. Hast du da ein paar Hinweise, die jetzt vielleicht jeden Zuschauer oder viele Zuschauer auch betreffen? Ja, das ist natürlich ein riesengroßes Thema, die ganze
die ganzen energetischen Verbindungen zu lösen. Es geht da nicht nur um die Gelübde, sondern auch um die ganzen Sakramente, also was alles durch die Taufe, und eigentlich jeder Katholik, jeder Christ ist getauft. Erzähl mal, was da passiert. Das ist ja ein Fasten, ich glaube, teilweise wurde es schon gesagt, also ein magisches Ritual, was da passiert. Ja. Genau, also mit der Taufe wird dir das Kreuz auf die Stirne gezeichnet, erstmal. Damit wird dir das Stirnchakra, das ist das Auge, zugemacht. Du hast keine intuitive Verbindung, Zugang mehr zum Göttlichen. Du wirst in der Abhängigkeit gehalten, in dem Sinn. Zweitens, machen die das bewusst? Also du bist ja Priester, du hast auch sicherlich Taufen gemacht. War es dir bewusst oder ist das etwas, was einfach durch das System so vorgegeben ist? Irgendjemand hat das sich mal ausgedacht. Ist das eine bewusste, das ist ja eine schwarzmagische Sache eigentlich. Nee, es ist nicht bewusst. Also die Priester meinen und die Kirche lehrt, es ist etwas Gutes. Mhm. Also mit der Taufe wird dir gesagt, du erlöst das Kind von der Erbsünde. Das Kind ist nicht mehr Kind des Teufels, sondern Kind Gottes. Es bekommt die ganze Gnade, das ganze Ja Gottes hat das, also erfährt das Kind. Und da kann ich gar nicht Nein sagen. Und das wird dir gelehrt und auch den Eltern wird das so gesagt und die können gar nicht, ja, wer kann da widerstehen? Aber in Wahrheit, was eben nicht gesagt wird, das dritte Auge wird geschlossen, es wird ein Anker in dein Energie, in dein Seelenfeld gelegt, wie ein Angelhaken. Du bist gefangen im Netz, wie ein Fisch. Mhm. Und das sage ich jetzt nicht einfach so, weil ich es mir eingebildet habe oder weil ich es so spüre. Woher weißt du es? Ich spüre natürlich sehr viel. Also wenn ich mich in den Menschen einfühle, dann sehe ich sowas und spüre es, nehme es wahr. Aber die Kirche selber sagt es. Und das ist ganz knallhart. Im 4. Jahrhundert sagt ein heiliger Kirchenvater, durch die Taufe wird ein Netz ausgeworfen und du bist wie ein Fisch im Netz für immer. So, also im 4. Jahrhundert schon. Es wird zwar ausgelegt, ja, es ist alles schön, wir sind, aber es ist ganz knallhart gesagt, wie ein Angelhaken. Und der Fisch wird dann aus dem Wasser gezogen und lebt nicht mehr in dem Milieu, wo er sich wohl fühlt und eben ist völlig abhängig von der Kirche. Ja, krass. Also ganz krass. Ja. Aber auch du sagst, dass du kannst es auch inzwischen feinstofflich spüren. Ja. Siehst du das bei Menschen, wenn sie... Ist das jetzt bei jedem, der getauft ist, im Grunde, dann ist ja jeder da irgendwo verschlossen oder gibt es auch schon welche? Kann man sich da selber befreien oder wie macht man das? Klar, man kann sich selber befreien. Wichtig ist, dass man das Bewusstsein hat, was da alles vorgeht. Es reicht nicht einfach mal zu sagen, ja, ich lösche mal die Taufe. Oder ich trete aus der Kirche aus, ich bekomme das Schreiben vom Pfarrer zurück. Damit ist erledigt. Nee, eben die ganzen energetischen Abhängigkeiten sind noch da. Und je bewusster ich bin, umso mehr ich sehe, umso mehr kann ich lösen. Also es reicht vielleicht nicht aus, nur einfach die Absicht, ja, ich löse mich von der Taufe, sondern man muss wirklich ein bisschen daran arbeiten. Und da möchte ich eben die Leute auch begleiten dazu. Ich möchte auch Workshops geben, wie man sich aus den Gelübden, aus den Sakramenten ganz konkret befreit. Es ist natürlich ein individueller Prozess, aber man kann es auch in Gruppen machen. Also das einfach mal auch noch als Hinweis, du hast ein Buch geschrieben, das liegt hier schon als Manuskript vor, ist noch nicht gedruckt, kommt früher wahrscheinlich irgendwann. Mhm. Wie heißt das? Unchurch Now, also aus der Kirche sozusagen raus. Aber das mit der Taufe, das ist ja jetzt schon ein dicker Hund, wenn man sich das bewusst macht. Kannst du einen Hinweis geben, was jetzt der Zuschauer, wenn er jetzt nicht zu dir in den Workshop kommen will, was kann man machen, um zumindest da vielleicht schon mal zu versuchen, da was zu lösen? Ja. Also der Leser oder der Zuschauer kann sicher mal ganz in sich gehen, mal spüren, die Urliebe aktivieren, ganz, ganz tief in den Seelenraum eingehen und mal wahrnehmen, wo bin ich verbunden, wo bin ich abhängig von der Kirche jetzt, sagen wir mal die Taufe. Wie spüre ich die Taufe in mir? Ist das für mich wahr, dass die energetischen Kanäle verstopft sind, geschlossen sind? Ist das wahr für mich? Wie fühle ich mich mal? Der soll wirklich mal ganz tief reingehen und fühlen und dann mit der Absicht die Liebe, die Urliebe in sich aktivieren und mit der Absicht zu lösen, die Verbindung mit der Kirche zu löschen, den Vertrag zu löschen mit der Kirche, das ist auch ein Vertrag, ich unterzeichne zwar nichts, aber im Taufregister bin ich drin als Getaufter, das kann man löschen. Mit Löschen meine ich einfach Liebe fließen lassen, Heilenergie
und dann geschieht's. Es muss nichts Spektakuläres sein. Es ist ganz einfach. Ich kann mit dem Heilatem arbeiten, ich kann all das, was mich belastet, einatmen und dann ausatmen in die Urliebe und dann die gereinigte Energie wieder einatmen zu mir und ausatmen und das Thema klären. Das ist eine ganz einfache Methode, der Heilatem von Innerweis. Einfach all das, was dich belastet, kannst du einatmen, ausatmen in Gott, in die Quelle, in die Urliebe und dann alles Gereinigte wieder einatmen und ausatmen, die Verbindung trennen mit der Kirche, mit dem Gelübde, was auch immer dich belastet. Also das ist was ganz Einfaches und kann man nachvollziehen. Ja. Kann man das auch so visualisieren, wenn du sagst, das ist wie ein Angelhaken jetzt da irgendwie im dritten Auge, dass ich das visualisiere, dass ich den sozusagen auch ausziehe und die Verbindung und dann auch dieses Kreuz. Die Wunde schließen und so weiter, Ich würde sagen, vom Gefühl her, Angelhaken drin, wenn du da rausziehst, das macht weh. Okay. Also da würde ich eher so arbeiten, mal zu schneiden, die Verbindung zu schneiden und das weg zurückgeben an die Kirche und dann den Angelhaken in dir oder was du auch immer du spürst in dir aufzulösen. Es löst sich auf. Ja. Dann brauchst du nicht rauszuziehen, das ist unangenehm. Okay. Also Verbindung weg, Angelhaken lösen, auflösen, Vertrag lösen, die Wunde schließen, die Wunde irgendwie und dann das dritte Auge wieder öffnen. Ja. Kannst du ganz mit einer ganz bewussten Absicht, ich bin befreit, hole mein eigenes wieder rein und öffne mein drittes Auge wieder. Ja, also da gibt es Anleitungen, aber man kann es eben auch frei machen. Ich bin jemand, der sagt, ich brauche jetzt nicht unbedingt jemand, der mir sagt, wie ich das mache, sondern ich kann mir das ja im Grunde selber entwickeln, wenn ich weiß, dass da was ist. Genau. Das ist ja das Erste, dass man sich bewusst macht, da sind Verbindungen. Und das ist jetzt nicht die einzige Verbindung da übers dritte Auge, sondern es gibt mehr Angelhaken sozusagen, wenn ich in der Kirche war. Mhm. Auch wenn ich ausgetreten bin, sind die noch da. Also das erstmal sich bewusst machen, dann kann ich es frei machen oder eben auch in einem Seminar oder Workshop bei dir oder über das Buch, wenn es dann rauskommt. Ja. Also es gibt verschiedene Wege. Ein Gedanke, der mich immer fasziniert hat, ist das Bekreuzigen. Nämlich, wenn ich das mal verfolge, ich mache so und so, dann habe ich eigentlich ein umgedrehtes Kreuz. Ne? Ja. Also der Balken ist im unteren Drittel. Ja. Ist ja auch ein schwarzmagisches Zeichen eigentlich auch. Also klar, das umgedrehte Kreuz hat Ursprung, weil der Petrus auch gekreuzigt wurde und der ist mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden. Ja. Man kann es auf zwei Arten deuten, wie immer. Ja. Das ist nicht ganz klar, nicht ganz greifbar. Ja. Aber eben auch die Umdrehung, das Antichristliche ist ja im Grunde die Umdrehung des Christlichen. Ja. Das heißt, im Satanismus wird das Zeichen verwendet. Genau. Das heißt, auch das sollte man sich einfach mal bewusst machen. Und vielleicht, man kann ja dann, sich dann auch den bisschen länger machen. Ein bisschen länger machen, dass es dann wieder richtig rum ist. Ja. Aber dennoch, das ist ein tolles Argument angesprochen, dass es Kreuz ist. Es ist ja so, dass jedes Symbol hat eine Schwingung. Und die Schwingung des Kreuzes, also des Kirchenkreuzes, ist die des Todes. Ganz klar. Ja. Durch die Taufe schon wirst du auf den Tod getauft. Auf den Tod Jesu wirst du getauft. Also nicht auf die Auferstehung, sondern auf den Tod. Also die christliche Religion ist eigentlich eine Todesreligion. Ja. Und wenn ich mich noch ständig bekreuzige mit dem Kreuzzeichen, dann zeichne ich dieses Zeichen noch einmal auf mich. Dazu kommt ja Jesus im Grunde schrecklich gefoltert und wenn ich mir dann vorstelle, ich will vielleicht Jesus nachfolgen, indem ich die Verbindung, also dass ich, Jesus war sich ja quasi der direkten Verbindung mit Gott bewusst und das wäre eigentlich etwas, das würde ich gerne nachmachen, aber wenn ich dann sehe, wenn ich das wirklich so lebe wie er, dann könnte mir eben sowas auch blühen, eben schreckliche Schmerzen und dann noch gekreuzigt werden. Das ist ja wirklich extrem grausame, schmerzhafte und entsetzliche Dinge, die da eigentlich in der Geschichte sind. Das macht ja was mit einem. Ist das eigentlich die Botschaft, verbindet euch nicht mit dem Göttlichen, sonst geht es euch wie Jesus? Und das wird euch dann noch immer auf den Altar gestellt, dieser leidende Jesus? Kann sein, aber ein leidender Christus am Kreuz kann auch bedeuten, wir haben ihn besiegt.
Also die Erlösung geschieht ja durch die Auferstehung und nicht durch das Kreuz. Ja. Das angenagelt bleiben am Kreuz ist ein angenagelt bleiben an die Materie, an die Erde, an den Schmerz, an das Leiden. Und wenn ich das ständig wieder anschauen muss, man sieht ja den Gekreuzigten überall, auf jeder Kirchenturm, auf jeder Straßenecke, an größeren, in Schulzimmern, überall im Wohnzimmer hat es wirklich dieses Kreuz drauf, ist einfach eine Abhängigkeit und bringt einfach die Schwingung des Todes rein. Ja, du hast hier, vielleicht, das kann man wahrscheinlich ganz gar nicht zeigen, aber du hast hier die Herkunft des Kreuzes, es gibt ja viele Kreuzformen mal in deinem Buch, darf ich das zeigen? Ja, gerne. Das ist ja noch das Manuskript, kann man, wo kann man es am besten sehen? Gar nicht. Nee, das ist zu klein. Kannst du da noch ranfahren, Peter? Genau. Ja. Das ist ursprünglich aus dem... Genau, das ist ein Atlantiskreuz, also mit dem Kreis oben, wo das, das Weibliche darstellt oder der Zugang zu Gott, zum Göttlichen. Und unten hat es zwei Beine. Man sieht es nicht genau, aber es sind zwei Beine. Ja. Also man steht mit beiden Beinen auf der Erde. Das ist eigentlich das Zeichen des Gottmenschen, des vollkommenen Menschen. Dann wurde später das Ankh... Genau, also die Beine wurden zusammengelegt, also es wurde nur noch ein Bein und nicht mehr zwei, das war schon eine kleine Manipulation da. Also man steht nicht, also die Verbindung mit dem Göttlichen ist zwar noch da. Und dann weiter unten wurde der Kopf weggeschnitten, also die Verbindung, der Zugang zum Göttlichen wird getrennt, also das Taukreuz, auch in der Bibel kommt das vor, man muss sich mit diesem T, mit diesem Tau bekreuzigen, also zeichnen und so weiter. Bis dann die Kirche dann unten den verlängerten Ast gemacht hat, noch weiter unten. Und dieser bedeutet die Erde. Ja. Die vier Elemente und der untere ist die Erde. Man wird wirklich in die Erde, in der Erde gehalten. Also nicht im guten Sinn von Verwurzelung, sondern oben Schnitt zu Gott und du bleibst auf der Erde festgebunden an die Materie. Und wenn ich das über mich mache, dann erinnere ich das in mir und ich bleibe gebunden. Ja. Das sind heftige Aussagen eines Ex-Priesters, das muss man einfach wirklich deutlich sagen. Du hast dich da intensiv mit befasst und gemerkt, wie viel Manipulation in der Kirche ist, dass sie uns also nicht mit Gott verbindet, sondern eigentlich diese Verbindung eher stört. Aber mein Motto ist immer gewesen, das Bodenpersonal von Gott ist eigentlich das Problem, nicht Gott selber. Genau. Also nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern du glaubst an Gott, aber du findest ihn inzwischen überall. Genau. Und nicht nur in der Kirche? In mir. Und ich muss nicht in einen Tempel, in eine Kirche gehen, weil ich bin ein Tempel Gottes. Ja. Und ich muss nicht in die Kirche gehen, um mich vor einem Gott zu verbeugen, im Tabernakel oder wo auch immer der sitzen soll, sondern wenn ich mich vor jemandem verbeugen soll, dann ist das vor dir. Mhm. Weil du bist Gott, du hast das Göttliche in dir. Ja. Der Mensch ist heilig für Gott. Ja. Ich bin wegen dem aus der Kirche ausgetreten, aber ich bin wegen dem kein Atheist. Also ich glaube an Gott. Mhm. Ich möchte Gott leben. Ja. Also für mich ist jetzt Gott was viel Lebendigeres geworden. Also es lebt, es sprüht, es fließt, Türen gehen auf, es ist einfach nur wunderbar. Ja. Ja. Das ist eigentlich das, was ich auch erlebe. Ich habe eben den Umweg über die Kirche nicht gegangen, aber natürlich auch evangelisch, Religionsunterricht und dann Konfirmationsunterricht und Konfirmation. Mhm. Aber im Grunde da schon gemerkt, eigentlich auch ganz vieles, was so an Bibeltexten oder an Geschichten, da ist teilweise widersprüchlich und wenn man dann nachfragt, dann kriegst du eigentlich keine befriedigenden Antworten. Es wird dann, das ist halt so oder das muss man so hinnehmen, aber es muss nicht immer logisch sein. Und für mich waren eben auch ganz viele Bibelstellen so, dass ich mich gefragt habe, das kann doch nicht Gott sein, dass er wirklich so zornig und hasserfüllt und rachsüchtig ist und erst er sagt, tötet die und vernichtet die und macht dies und jenes. Das heißt, für mich war ein ganz wichtiger Prozess, dass ich meine Gottesvorstellung von dem befreit habe, was alles über ihn gesagt wird, weil ich denke, das ist nicht Gott. Genau. Ist das für dich auch eine Überlegung dann, was steht da, über wen wird da in der Bibel geschrieben? Sind das, ist das Gott oder ist das was anderes? Auch ein großes Thema. Ich denke, wenn man das Ganze in einem Satz zusammenfassen würde, dann würde Gott zu uns sagen, meine Lieben, ihr habt mich völlig falsch verstanden. Hm. Also wir haben Gott falsch verstanden, weil
es kann gar nicht sein, wie du sagst, dass Gott rachsüchtig ist und zornig, wenn das Kind nicht gehorcht, oder dass Gott Befehle erteilt, schlachtet 100.000 Menschen, ich will das Blut fließen sehen und so weiter. Und einen kleinen Abstecher zum Blutopfer war im Alten Testament sehr gang und gäbe. Also Tiere wurden geopfert, vielleicht auch Menschen, je nachdem wo. Und jedes Blutvergießen, Blutkult hat mit schwarzer Magie zu tun. Ganz also muss man einfach sagen. Ja. Also es hat nichts mehr zu tun mit Kirche, mit einem liebenden Gott. Richtig. Und Christus selber, also all das, was wir hier besprechen oder was ich herausgefunden habe, ist nichts Neues. Christus selber hat das so gelernt. Wenn Jesus einen Teufel ausgetrieben hat, zum Beispiel etwas Böses aus einem Menschen, hat diesen Menschen immer im Tempel gefunden. Spannend, immer in der Kirche. Jesus ging in die Kirche rein und dann kam ein Besessener in der Kirche. Das heißt, die Kirche, dazu mal, also die Synagoge oder wie das hieß, hat die Leute besetzt. Also der Teufel steckte da schon in der Kirche drin. Und Jesus hat diese Priester oder Theologen, heute gesagt, damals hießen sie Pharisäer und Schriftgelehrte, hat er bezeichnet mit Schlangenbrut und Natterngezücht und Heuchler und weiß nicht wie. Ja. Also das Ganze ist sehr spannend. Eben der Teufel trifft man in der Kirche. Und Jesus wollte ja nie eine Kirche gründen. Jesus wollte uns von der Religion befreien, eigentlich. Jetzt hast du gerade auch von Besetzungen geredet. Das ist ja auch ein Thema, was auch im Katholizismus, dass es noch den Exorzismus gibt. Obwohl, ich glaube, das ist jetzt auch sogar aufgehoben worden. Nee, ich habe selber noch Exorzismen gemacht. Ach, du kennst es selber. Ich habe es gemacht. Ja. Ist dann da etwas, wo du sagst, da ist tatsächlich in jemandem drin, der ist besetzt von einer Wesenheit, die dunkel ist, und ich tue da tatsächlich in dem Augenblick etwas, dass ich das befreie? Obwohl ich kenne Exorzismen nur aus Filmen sozusagen, aber was mir da auffällt, ist immer, dass eigentlich da, also das Gegenteil des Bösen wäre für mich ja die Liebe, aber ich, in den Exorzismen kommt für mich keine Liebe vor, da ist immer, raus und das ist auch sehr heftig natürlich, aber wäre nicht die Liebe da noch das stärkere Gegengift sozusagen gegen die dunklen Kräfte? Ja. Oder was passiert da? Auf jeden Fall. Ich habe auch einen Exorzismus gemacht vor vielen Jahren und wie du gesagt hast, da geht man mit Kreuz auf den armen Menschen eigentlich los, mit Weihwasser wird gesprengt und so weiter, habe ich alles gemacht. Es war eindrücklich, aber es hat nichts gebracht. Der musste jeden Monat einmal zum Exorzismus kommen, über Jahre hinweg, und für ein paar Tage, Wochen war es gut, aber dann wieder nicht. Und dann habe ich auch gedacht, okay, und heute, ich glaube, dass es dunkle Mächte gibt, die einem besetzen kann. Ja. Ich spreche nicht gern von dem Wort Besetzung, weil es ein bisschen behaftet, eben kirchlich behaftet, sondern ich spreche vielleicht eher von einem fremden Klang. Ja. Du hast einen anderen Klang, du bist nicht mehr ganz du selbst. Ja. Ich würde das heute natürlich mit ganz anderen Mitteln angehen. Nicht, wie du sagst, eben weiche von ihm Satan, so mit Befehlsgewalt, sondern wenn ich etwas bekämpfe, kommt er nur wieder zurück. Ja. Also man kann nichts bekämpfen. Ja. Ja. Und das ist nur Angst. Liebe ist eine Möglichkeit, aber einfach eine ganz unpolarisierte Energie, einfach ganz, ganz sanft, ganz, ganz weich. Weil wenn ich auf etwas Schwarzes mit Weißem kommt, dann gibt es einen Kampf, da gibt es eine Explosion, da gibt es einen Widerstand. Aber wenn ich ganz neutral bin und ganz neutral in dieser Liebe, diesem Urvertrauen, diesem Menschen diese Energie gebe, dann kann sich's lösen. Dann können die dunklen Kräfte, die halten diese Energie auch nicht aus. Ne? Das wird ja oft gesagt, und gerade in den Dracula-Filmen zum Beispiel ist es ja so, dass der sich auflöst, wenn er ins Sonnenlicht kommt. Das ist ja meines Erachtens auch durchaus symbolisch sehr, sehr gut dargestellt oder eine Darstellung dieser Qualität des Lichtes, dass also die Dunkelheit das Licht nicht aushält und die Liebe. Das heißt, das wäre also die Lösung auch für ganz viele Dinge, wo man selber vielleicht das Gefühl hat, da sind dunkle Energien, gar nicht bekämpfen, sondern einfach seine Liebe bestärken, ausdehnen, und dann verbreitet man sie um sich herum auch. Es gibt so, ich arbeite mit diesem Wort, Fremdes raus, Eigenes rein, und dann die Themen klären, warum ist das geschehen.
Das ist all das Fremde, was in dir ist, es können fremde Energien sein, es können eben dunkle Wesen sein. Es muss aber nicht immer ganz so schlimm sein. Ich meine, jemand kann geplagt sein und er ist einfach nur traurig oder hat einfach nur ein Trauma, ein Kindheitstrauma in sich. Es muss nicht immer der Teufel sein. Also es gibt auch ganz menschliche Ansätze. Alles Fremde raus und ein eigenes wieder zurückholen. Weil wenn etwas Fremdes da ist, habe ich etwas von mir selber nicht mehr. Sonst hätte es ja gar keinen Platz mehr. Also eben und da schauen, warum kommt überhaupt Fremdes in mich rein? Hat es dann Platz? Habe ich dann Platz gemacht? Ja. Habe ich was Unerlöstes und was Fremdes kommt? Ah, es ist lecker, ich komme ran und saug da mal ein bisschen. Fremdes raus, eigenes rein und dann das Thema klären, warum habe ich es überhaupt zugelassen? Weil es gibt eine Resonanz zu mir. Ja. Und jetzt nochmal der Weg aus der Kirche raus, der ist eben nicht damit getan, dass man einfach das erklärt, sondern da sind Verknüpfungen. Was hast du denn erlebt? Also du hast gesagt, der Bischof hat dich dann eben noch immer wieder angeschrieben und gesagt, hat dir ganz schlimmes, schlechtes Gewissen eingeredet sozusagen, also auch mit Angst gearbeitet. Ist da sonst, passiert da sonst noch was, wenn man aus der Kirche aussteigt? Oder hörst du auch von anderen, dass sie bedrängt werden? Das hört man ja von Sekten eigentlich immer, wenn man aussteigen will, dass die einen dann bedrängen. Also eben die Hauptbedrängnis ist eben die Angstmacherei. Angst und Schuld. Ja. Bischof hat mir geschrieben, eben, du wirst dein Leben nie auf die Reihe kriegen, du wirst nie glücklich werden. Ich habe ihm geschrieben, schau, ich habe einen Job angenommen, ich verdiene was, ich habe eine Freundin jetzt und so und ich bin glücklich. Und er hat zurückgeschrieben, nee, das glaube ich dir nicht, du wirst momentan glücklich, aber schlussendlich wirst du nie glücklich sein. Ich habe Angst, dass du auf dem Trümmerhaufen deines Lebens sitzt einmal und so weiter. Du bist ein Gottesverräter, du hast Gott verraten, ein Sakrileg begehst du und so weiter, Sünde. Das Ganze war ziemlich anspruchsvoll für mich in dieser Zeit. Ich habe dann versucht zu erklären, aber irgendwann mal habe ich gespürt, nee. Da gibt es keinen Dialog mehr und da musste ich einfach mal Schlussstrich ziehen. Ich möchte einfach nichts mehr hören. Fertig. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Erst dann wieder 5 Jahre später vom Vatikan, vom Rom, die mir dann einen Brief geschickt haben, ich bin nicht mehr Priester. Ja. Aber für den Zuschauer jetzt auch das nochmal die Erkenntnis, auch wenn man sich von der Kirche gelöst hat, sind möglicherweise noch Verbindungen da, sich das einfach bewusst machen. Genau. Wie kann sich das denn auswirken? Also ich stelle mir vor, so ein Schweigegelübde, das ist ja, kann ja dazu führen, einfach, dass du vielleicht dich nicht klar ausdrücken kannst. Und es gibt ja Menschen, wo man, ich weiß das selber auch aus, dass ich oftmals sehr undeutlich spreche, früher noch viel mehr als jetzt. Ich muss mich ein bisschen anstrengen, aber früher habe ich dann auch oft mal so gesprochen. Sind das so Sachen, dass man so da wirklich eine Plakade auf dem Kehlkopf hat oder wie? Ganz klar, ganz klar. Und das Gelübde muss nicht unbedingt in diesem Leben geschehen sein. Also ich nehme mich da an, dass alle Zuschauer mal in einem Kloster Mönch oder Schwestern waren, aber auch in einem früheren Leben ein Gelübde abgelegt und das trage ich heute noch, wenn es nicht sauber korrekt gelöst wird. Eben Schweigegelübde kann das Kehlkopfchakra schließen, eben der Ausdruck, man hört mich nicht, man nimmt mich nicht wahr. Die Armutsgelübde hockt im Wurzelchakra drin. Das drückt sich ja noch bei ganz vielen aus, dass sie ganz, eben... Ganz, ganz viel, genau. Ganz oder das Herz ist zu mit dem Zölibatsgelübde oder mit der Keuschheit, das Herz ist zu. Und vielleicht meine Liebesbeziehungen sind einfach... schwierig, ich bekomme nichts zustande irgendwie. Das kann sein. Es fließt nicht, keine Liebe. Es fließt nicht, man ist behindert. Und man spürt ja das, irgendwas stimmt da nicht. Ich möchte frei sein, aber ich bin irgendwie verhindert. Und das kann eben bei ganz vielen Menschen sein, auch wenn sie in diesem Leben noch gar nicht so kirchlich verbunden sind durch frühere Inkarnationen. Ja. Das ist dann teilweise auch im Zellbewusstsein oder wie auch gespeichert immer ist, gespeichert oder es sitzt in den Knochen oder wie auch immer. Und es fängt damit an, dass man sich's bewusst macht. Du hast ja in deinem Buch das sicherlich auch ausführlicher beschrieben. Das wäre also ein wertvoller Hinweis, wenn das Buch rauskommt. Ja. Und du machst die Workshops, weil du weißt, dass es eben schon ein bisschen intensivere Arbeit manchmal auch erfordert. Genau. Aber generell kann man es auch sich einfach bewusst machen. Oder einfach mal gucken, wo habe ich Schwierigkeiten? Habe ich Schwierigkeiten in Liebesbeziehungen oder in mit der Armut und so weiter? Habe ich da vielleicht tatsächlich mal eben so ein Gelübde abgelegt, was heute noch wirkt? Genau, genau. Kann man reinspüren, kann man fühlen.
Aber grundsätzlich würde ich, man hat so, schon so viele Mal gelebt, also man hat irgendeinmal ein Gelübde gemacht und das wurde nicht sauber getrennt. Also ich würde auf jeden Fall alle Gelübde lösen, die es überhaupt gibt. Also Armut, Gehorsam, Keuschheit, Schweigen, Leidensgelübde und all die man noch selbst erfinden kann eigentlich. Es gibt auch erfundene Gelübde. Also, ja. Sachen, auf die man gar nicht kommt. Ne? Es gibt ja in der katholischen Kirche, ich kenne das ja immer nur aus Filmen, so wie war es Illuminati oder was, wo es diesen einen Bruder da gibt, der sich dann selber geißelt und dann so diese Schmerzsachen da, also richtig tiefe Verletzungen ins Fleisch schneidet alles nur lösen. Aus. Und die Sachen gibt es ja. Ne? Also man kommt Habe ich auch gemacht. Ja? Habe ich auch gemacht im Kloster. Aha. Eben alles oder nichts. Das Mea Culpa und ich bin schuldig und. Ja. Was tut man sich da eigentlich an? Ja. Eben nicht nur der Körper, sondern sein ganzes Sein, sein ganzes Menschsein, also die ganze Würde. Und das ist eben auch meine, wie sagt man, mein Anliegen mit diesem Buch oder mit dieser Bewegung, die ich ins Leben gerufen habe, können wir vielleicht noch was sagen dann, dem Menschen seine Würde zurückzugeben. Eben, ich möchte nicht Polemik betreiben. Ich möchte nicht auf die Straße gehen und sagen, Kirche nein und so, Sauerei, das ist gar nicht mein Ding. Ja. Ich möchte die Menschen inspirieren. Ja. Ich möchte inspirieren, ich möchte die Herzen berühren, bewegen, inspirieren, ich möchte da sein, wenn jemand Hilfe braucht. Ja. Und Gott hilft einem auch, wenn man sich lösen will. Ich glaube, das ist zumindest so, wie ich das erfahre, dass immer, je mehr ich mich verbunden fühle mit dem Göttlichen, wie immer man das bezeichnet. Der Begriff Gott ist ja auch für jeden anders definiert. Ja. Ja. Das heißt, wenn man Gott sagt, heißt das nicht, dass derjenige, der das jetzt zuhört, das Gleiche darunter versteht wie ich. Also sagt man vielleicht auch mal das Göttliche. Ja. Jedenfalls habe ich eine ganz intensive Beziehung und merke eben auch, wenn ich wirklich um Hilfe bitte und sage, ich weiß, ich komme ja nicht weiter, dann passiert auch irgendetwas. Manchmal Sachen, auf die ich gar nicht komme. Ja. Dass auf einmal auf irgendwas sich auflöst, ohne dass ich mich tatsächlich selber darum kümmern muss. Mhm. Ist das für dich auch so heute, dass du so eine wirklich so eine Verbindung und so ein Vertrauen in Gott hast? Ja, dass du viel mehr. Viel mehr als Mönch und als Priester. Ja. Es ist spannend, es ist, aber es ist schön. Die Türen gehen auf, weil du bist wirklich frei auf dich gestellt. Du hast einen freien Willen und du gehst damit in die volle Verantwortung. Für viele, viele möchten ja das nicht, sie möchten abhängig bleiben, weil da wird einem gesagt, was man tun muss, um in den Himmel zu kommen und nicht in die Hölle. Man hat die 10 Gebote, man hat dies und dies und dies und jenes. Man muss sich nicht hinterfragen, man muss nicht in die Verantwortung gehen. Ja. Wenn ich jetzt aber aus der Kirche austrete oder so, dann bin ich alleingestellt. Für viele Menschen macht das Angst vielleicht, okay, dann bin ich verloren. Und eben genau da möchte ich die Menschen auffangen, also braucht keine Angst zu haben. Du bist von Gott getragen, auch wenn du nicht mehr in der Kirche bist. Und das ist ganz wichtig und das Leben trägt dich. Ich kann es mit meinem Leben bezeugen, ich bin aus dem Kloster, aus dem Priestertum ausgetreten, ich hatte nichts und das Leben hat mir alle Türen geöffnet. Das ist einfach nur schön. Ja. Was gibt es denn noch so an Ritualen sozusagen in der Kirche? Man hat ja auch die Beichte und so und dann so und so viel mal beten und so weiter. Sind das auch bestimmte magische Sachen, die da immer wieder auch einen manipulieren? Ja. Du hast im Vorgespräch ein bisschen was darüber erzählt, dass es da auch bestimmte Zahlen gibt oder bestimmte Sachen. Genau. Also ein Gesetz der schwarzen Magie besagt, dass man, um etwas erreichen zu wollen, muss man es mehrmal wiederholen, immer wieder wiederholen, bis ins Fleisch und Blut geht. Und, so. Und eben gewisse Zahlen, gewisse Anzahl Wiederholungen ist ganz wichtig. Und auch in der Kirche werden ja gewisse Gebete in der Heiligen Messe oder im Gottesdienst, in der Predigt dreimal wiederholt, fünfmal wiederholt, bei Gebeten 50-mal wiederholt, je nachdem. Und man ist ständig da am Wiederholen, am Einprägen. Mhm. Und schon Christus damals hat gesagt, plappert nicht wie die Papageien. Wenn ihr zu Gott betet, sagt ein Wort und das genügt. Ja. Er versteht es, er ist ja nicht dumm. Also ich muss nicht 50 Mal sagen, sondern einmal genügt. Ja. Alles mehrere kommt vom Teufel, hat er selber gesagt. Also, noch ein interessanter Hinweis, den ich noch reinbringen wollte. Ja. Denn das macht ja eigentlich alles sehr viel einfacher und eben meine Beziehung zu Gott ist eben auch so vertraut inzwischen, dass ich weiß, wie das früher ist, darf man Gott dann
mit dem über dies und jenes reden und so intime Dinge und sowas. Und für mich ist alles ist Gott. Und alle, was sollte Gott fremd sein und wo sollte Gott urteilen? Er beurteilt uns nicht und verurteilt uns nicht. Ihm ist sicherlich nichts Menschliches fremd. Ja. Ist alles Teil von Gott. Ja. Und dann wird es eben sehr viel leichter und ich fühle mich sehr viel mehr angenommen und kann eben leben, eigenverantwortlich. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du auch ja angesprochen hast. Ja. Viele Menschen scheuen sich davor, wirklich die Verantwortung zu übernehmen und lassen dann lieber über sich bestimmen. Ja. Aber wer frei werden will, muss Verantwortung übernehmen oder sollte und bekommt aber ganz viel Hilfe von oben, weil er eben dann verbunden ist mit allem. Also diese Bewegung Unchurch Now, erzähl da noch ein bisschen was drüber. Mhm. Es ist eine Bewegung, die ich ins Leben rufen möchte, wo eben auch Menschen unterstützt in diesem Weg der Befreiung, in die volle Verantwortung zu gehen. Es gibt Workshops, es gibt das Buch, es gibt tolle Sachen, es gibt Newsletter und ja, einfach da sein, ein Zeichen setzen, Leute inspirieren wollen, eben nicht auf die Straße gehen, sondern indem man selber vorlebt, was Leben eigentlich bedeutet. Dazu möchte ich inspirieren. Ja. Das klingt einerseits einfach, aber es ist ja auch einfach. Also Gott ist einfach und alles, was kompliziert ist, wie du sagst, das, da stimmt irgendwas nicht, ne? Weil man dann uns da irgendwie verwirren will und wie gesagt teilweise mit magischen Methoden eben etwas manipulieren will. Davon können wir uns befreien und wir müssen uns einfach bewusst machen, was da alles an Manipulation geschieht. Deswegen freue ich mich, dass du als Ex-Priester hier bist. Und darüber auch schreibst. Mhm. Wie gesagt, ich bin gespannt auf das Buch. Ich hoffe, du schickst mir eins, wenn es da ist. Sehr gerne. Denn das klingt sehr spannend und da sind sicherlich noch viele Details, die wir jetzt ganz gar viele. Nicht ansprechen können. Also wirklich jedes Sakrament wird besprochen, genau, wo manipuliert die Beichte, wo manipuliert die Priesterweihe, die Ehe und so weiter. Und deswegen nur noch was zum Sagen. Es gibt ja drei Sakramente, die laut katholischer Kirche der Seele ein unauslöschliches Prägemal einprägen. Mhm. Also knallhart, was da gesagt wird. Ein Stempel drauf, wie auf einem Vieh wird da gebrandmarkt. Also das ist die Taufe, die Firmung und die Priesterweihe. Da geht es diese drei, das ist unauslöschlich, sagt die Kirche. Aber Firmung und Priesterweihe machen ja die meisten nicht. Also Firmung für mich als evangelischen Menschen nicht. Aber das Konfirmation ist das Gleiche. Also im Grunde Konfirmation bedeutet ja, ich bestätige nochmal, dass die Taufe jetzt als Mensch das bewusst macht. Und du wirst da geweiht als Soldat. Ich weiß nicht, bei den evangelischen, also bei der katholischen Kirche, wirst du geweiht als Soldat. Und du bist aufgefordert, deinen Glauben zu verteidigen mit allen Mitteln. Also, Das ist eine relativ deutliche Sprache. Ja, ich denke, das ist spricht für sich. Mhm. Aber man muss es sich bewusst machen, wie viele Menschen machen das mit, noch Milliarden Christen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Katholiken sind, glaube ich, oder Milliarde. Christen 1,5 Milliarden oder sowas, oder zwei jetzt schon, nicht. Die meisten Katholiken. Ja. Und es gibt ja Gegenden, wo das noch sehr streng auch gelebt wird. Dann gibt es Gegenden, wo es, also hier in Norddeutschland ist es zum Beispiel weniger als in Bayern zum Beispiel noch. Aber eigentlich ist es überall auch einfach mal zu hinterfragen, was geschieht da eigentlich und ist es wirklich göttlich? Und für mich ist das immer ganz einfach, das Göttliche ist in mir, es ruht in mir, ich habe in meinem Herzen die Verbindung, ich muss nicht in die Kirche gehen und ich muss keine Formeln benutzen, wenn ich bete, wenn ich mit Gott spreche, ist das so, wie ich mit dir rede. Genau, es ist eine Befreiung. Ja. Das Leben wird einfacher, wird befreiter, wird einfach nur schön, toll. Ja, dazu möchte ich einladen. Ja. Wunderbar. Ja. Das finde ich so schön und ich hoffe, wir konnten vielen Menschen Anregungen geben. Ich danke dir, Kurt Meyer. Danke dir, Joe.